Da ist viel Platz für Christian Eichner. Und er macht was Großes draus. Das war glücklich zu diesem Zeitpunkt. Aber ganz stark gemacht von Christian Eichner, einem waschechten Badener. Und damit hallo und willkommen zur 15. Folge Arsch und Ananas. Dieses Mal heißt unser Gast Christian Eichner, 38 Jahre alt, Fußball-Cheftrainer des Karlsruher Sportclub. Die KSC-Fans, die kennen den Christian natürlich bestens, denn unter seinem damaligen Trainer Ede Becker, da war er auch schon in Karlsruhe als Bundesligaspieler aktiv. Wir wollen gleich mit ihm über seinen Weg in den Profifußball sprechen, über Mathematik, über Ethik, beides hat Christian studiert, und natürlich übers Trainerdasein an sich. Vorher noch die Info, dass wir diese Folge aufgenommen haben, als die KSC-Spieler noch frei von Coronaviren waren. Wundert euch also nicht, dass wir nicht explizit nach dem Weg der Viren in die KSC-Kabine gefragt haben. Das macht, glaube ich, die DFL. Bevor es losgeht, geht der Dank einmal mehr an meine Redaktionskollegen Fabian Bayer und Marco Hüttlin, die auch an dieser Folge wieder gut beteiligt waren. Mein Name ist David Joram und jetzt wollen wir loslegen mit Folge 15. Herzlich willkommen bei Arsch und Ananas, Christian Eichner. Hallo zusammen. Christian, auch an dich. Die erste Frage traditionell, Arsch oder Ananas? Welcher Typ bist du? Ananas. Ananas. Gibt es auch mal Situationen, wo du Arsch bist vielleicht? Ja, bestimmt. Also bin sicherlich ab und zu mal öfters der Arsch, ohne dass ich sein will. Vor allem ab Position 12, dann samstags nachmittags um 11:30 bei Heimspielen beispielsweise, bin ich sicherlich öfters der Arsch. Position 12 heißt natürlich, das sind dann die Ersatzspieler, die nicht spielen dürfen. Vielleicht da gleich mal die erste Frage. Ja, wie erklärt man einem Spieler, der vielleicht drauf und dran ist, in die Startelf zu kommen, dass es nicht reicht, erneut nicht reicht vielleicht auch für die Startelf? Ja, das ist oftmals so, dass man es gar nicht erklärt, weil ich aus meiner Erfahrung raus weiß, dass die Spieler immer unterschiedlich damit umgehen. Am Spieltag selbst macht man das sowieso nicht oder seltenst, höchstens ist es ganz, ganz eng gewesen. Aber das versuche ich dann immer mal im Laufe der Woche einfließen zu lassen. Und ja, so Spielergespräche führst du ja sowieso sehr viel im Jahr über, sodass du diese Dinge eigentlich zumeist parallel versuchst zu bearbeiten. Wenn wir schon beim Spieltag sind, vielleicht nimmst du uns einfach mal mit zum Einstieg in so eine Spieltagsvorbereitung, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen auch mal vorstellen können, wie eben so ein Profi-Fußballtrainer arbeitet. Wir fangen vielleicht einfach an, ja, weiß nicht, Frühstück, 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens. Wann geht's bei euch los am Spieltag? Ja, das hat sich ein Stück weit verändert, sodass man zwischen Heim- und Auswärtsspiele inzwischen trennt. Zu meiner Spielerzeit war es noch klar, egal welche Uhrzeit das Spiel ist, wir gehen einen Tag vorher ins Hotel. Es gab so am Ende meiner Karriere, gab es dann da die erste Veränderung. Das war für mich schon eine Umstellung, dann auf einmal zu Hause zu schlafen. Weil dann muss man sich dann vorstellen, das hört sich vielleicht für Zuhörer ein bisschen komisch an, aber was esse ich denn am Abend vor dem Spiel? Weil das wird ja eigentlich zumeist abgenommen. Und du solltest ja dann auch ein bisschen vernünftig essen am Abend vor dem Spiel zu Hause, also um solche Dinge mal zu skizzieren. Bei Heimspielen treffen wir uns eine Stunde 30 vorher am Wildpark. Und ich bin eigentlich eher ein Typ, der gerne ins Hotel geht, aber heutzutage ist es einfach auch so, die Jungs fühlen sich zu Hause am wohlsten und um die geht es ja am Ende. Die müssen sich wohlfühlen, weil wenn sie sich wohlfühlen, können sie Leistung bringen, sodass wir das bei Heimspielen so übernommen haben eigentlich. Dann haben wir eine kurze Besprechung von 10, 15 Minuten und dann sind die Spieler eigentlich für sich umziehen, die hören Musik, manche quatschen, gehen in den Kraftraum noch. Da sind sie nach wie vor unterschiedlich und dann geht es zum Warmmachen und Spiel beginnt. Und ein bisschen konkreter vielleicht bei Auswärtsspielen am Spieltag dürfen die Jungs frühstücken bis 9 Uhr, da sollte aber auch jeder zumindest mal gesehen worden sein. Dann gibt es einen kurzen Spaziergang und dann haben wir im Hotel eine Stunde 45 ungefähr vorher die Besprechung und gehen dann aber auch direkt dann in den Bus und fahren ins Hotel, ins Stadion und haben dann ähnliche Abläufe wie bei Heimspielen. Du hast das Thema Essen angesprochen. Was empfiehlst du Spielern also am Abend vor dem Spiel zu essen? Ja, sicherlich auch schon mal die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Da ist aber nochmal eigentlich alles, was das Herz begehrt, da, bis auf das Fastfood. Also da gibt es Suppe, Salat. Da freue ich mich eigentlich auch als Trainer immer drauf, weil man das dann auch mal genießt, weil man so ein Essen ja selten in der Woche zu sich nimmt. Da geht es ja meistens irgendwie heimkommen, die Tochter ist da, keine Ahnung, es muss schnell gehen auf alle Fälle.
Und da genießen wir das eigentlich auch mal, wobei die Spieler auch relativ zeitnah dann schon zum Trainer schauen, damit sie wieder abhauen können. Also gibt es dann Fisch, Fleisch, also da findet eigentlich jeder was und der obligatorische Milchreis darf natürlich auch nie fehlen. Und dann morgens beim Frühstück eher eine Kleinigkeit oder ein bisschen mehr? Ja, das hängt dann schon ein bisschen von der Spielzeit ab. Also wenn du um 13 Uhr spielst, das ist vielleicht auch mal interessant, dann gibt es ein klassisches Frühstück. Und es gibt dann aber 3 Stunden vor dem Spiel für jeden nochmal die Möglichkeit, auch Spaghetti zu essen. Also 10 Uhr Spaghetti Bolognese oder Tomatensauce, das ist auch nicht jedermanns Sache, glaube ich. Selbst bei den Jungs nicht, aber die, die es nicht können, zwingen es dann eigentlich auch rein, weil man einfach sich immer vorstellen muss, gerade haben wir die Ersatzspieler angesprochen, die kommen dann vielleicht erst um 14.15 Uhr rein. Und die haben dann um 8.30 Uhr das letzte Mal Rührei gegessen. Also die Zeit ist schon relativ lang. Deswegen achten wir da schon darauf, dass einfach auch für die Jungs dann die Speicher noch gefüllt sind, wenn sie gebraucht werden. Dann Thema Kraftraum. Ja, aus meiner Amateurspielererfahrung weiß ich am Spieltag, da war eigentlich klar, Beine hochlegen, genau, gemütlich frühstücken, aber bloß kein Waldlauf mehr, bloß kein Krafttraining oder sonst was. Warum gibt es Spieler, die in den Kraftraum gehen, direkt vorm Spiel? Ja, muss man vielleicht ein bisschen klarer dann auch oder ein bisschen trennen den Begriff Kraftraum. Da geht es dann eher so um so eine Spielvorbereitung, um ein Aufdehnen, um manche machen ein paar Stabis, dass sie so eine Grunderwärmung haben, viele fahren Fahrrad. Also die gehen in den seltensten Fällen kalt raus. Diese Spieler gibt es auch noch. Also ich war so einer, ich bin auch immer kalt raus, weil ich so die Auffassung hatte, dafür ist ja der Warmmacher da. Der Athletiktrainer, der Co-Trainer oder wer das dann auch immer ist. Heutzutage ist es der Athletiktrainer und das ist ein hochprofessionelles Warmmachen. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit vor 15, 20 Jahren. Da ist man so hin und her gelaufen bei den KSC-Amateuren noch. Dann hat man noch zusammen so ein paar koordinative Übungen gemacht. Ein paar Sprints und ein paar Schüsse, aber das ist was ganz anderes heutzutage. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Also das heißt, der Spieler oder die Spieler, die machen sich dann schon 30 Minuten irgendwie vor dem Warmmachen individuell warm im Prinzip. Ja. Und also jeder hat so ein bisschen das, was er braucht und da schaust du noch ein bisschen drauf? Ja, das haben die Spieler bei Arbeit. Das ist auch im Training so. Also das ist jetzt nicht, was sie speziell am Spieltag machen, sondern das ist auch in der Trainingswoche so, dass eigentlich die Jungs fast alle sich vor dem Training im Kraftraum befinden. Da kann natürlich mal die Übung an sich ein bisschen schon intensiver sein. Manche machen vielleicht mal ein Oberkörpertraining vor dem Training. Manche machen zum Beispiel am Tag nach dem Spiel, machen sie wirklich ein sehr intensives Krafttraining für die Beine, viele. Also das ist auch interessant. Das wäre für mich unvorstellbar, am Tag nach dem Spiel die Beine noch zu trainieren. Aber da hast du halt das Problem, dass du so ein Beintraining isoliert kannst du in der Woche relativ schwer einpflegen. Weil du hast vielleicht mal ein hartes Training oder es ist schon wieder 2 Tage vor dem Spiel, da solltest du das vielleicht auch nicht unbedingt noch einarbeiten. Also da passt oftmals nur der Tag nach dem Spiel und wenn sie sich wohlfühlen, ist das ja top. Wir gehen nochmal in den Spieltag, jetzt so kurz vor einem Spiel. Gibt es da nochmal so 2, 3 emotionale Worte oder bist du eher so ein bisschen der ruhigere Typ, der dann nochmal auf ein paar taktische Kniffe hinweist? Kurz bevor die Jungs rausgehen, macht Zlatan, mein Co-Trainer, die Standards und bringt nochmal ein paar Impulse, was die gegnerische Aufstellung rein in die Mannschaft, was das anbelangt. Vielleicht gab es eine Änderung, vielleicht spekulieren wir auf 2 verschiedene Grundformationen, aber extrem runtergebrochen, weil die Jungs sind da sowieso nicht mehr so aufnahmefähig. Die Standards ja, aber alles andere ist dann jeder so in seiner Welt. Ja, und kurz bevor es dann rausgeht, hat sich es bei uns eigentlich so ein bisschen entwickelt, dass wir einen Kreis machen in der Kabine. Ich stehe meist in der Mitte, nicht weil ich der König bin, sondern das ist so meine Art, da nochmal jedem so relativ nah in die Augen zu gehen. Und ich bin ein Typ, der mit den Händen sehr viel arbeitet, mit den Füßen. Also ich bin so ein Ganzkörpertrainer vor dem Spiel auch. Und wenn ich da irgendwie mich selber einklingen würde, würde mir was fehlen. Das ist so die Begründung bei mir. Und klar, würden ein paar Psychologen sagen, ich sehe nicht immer alle Spieler. Darum geht es mir aber nicht. Ich habe halt einen anderen Fokus, eine andere Priorität. Und ich versuche da auch immer etwas Neues zu bringen, was auf den Gegner, auf die Situation, mal was ganz anderes, womit sie gar nicht rechnen, aber schon etwas, was zumindest für mich in der Vorbereitung Sinn ergibt und manchmal verpufft das dann auch, ist ja auch logisch, also da bin ich ja auch nicht irgendwie der Profi schlechthin.
Jetzt gibt es in der zweiten Fußball-Bundesliga Spiele gegen den SV Sandhausen und es gibt aber auch Spiele gegen den Hamburger SV. Ist ein Spiel gegen den HSV mit einem Spiel gegen Sandhausen zu vergleichen, auch für dich, was die Vorbereitung so betrifft? Also jetzt rein das Emotionale vielleicht auch ein bisschen mitgenommen. Ja, es sind für mich schon besondere Spiele. Das darf man, glaube ich, schon sagen, gegen den Hamburger Sportverein, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, gegen so einen tollen Gegner zu spielen. Also das ist, ich glaube, das darf man herausstellen. Das heißt aber nicht, dass es Sandhausen wir jetzt nicht beachten oder sonstiger Natur, sondern das spricht eher für den HSV. Auch wenn der in Karlsruhe nach 2015 wahrscheinlich nicht so beliebt ist unbedingt, gell? Ja, ich war damals auch im Stadion. Es war kein Handspiel, sage ich bis heute noch. Genau, das glaube ich, aber die Handregel begleitet uns ja bis zum heutigen Tage. Von dem her, ja, ist es sicherlich eine der bittersten Stunden gewesen für Karlsruhe, glaube ich, in den letzten Jahren, aus meiner Sicht. Dennoch, darf man es ja, glaube ich, auch sagen, dass das besondere Spiele sind. Ähnlich wie gegen den VfB letztes Jahr, aus einer ganz anderen Warte her gesehen. Und ich versuche der Situation angepasst auch immer auf den Gegner zu reagieren. Also wir haben dann gegen den HSV vorher zwei Spiele vorher verloren gehabt. Dann hast du da vielleicht eine andere Ansprache, als wenn du so einen Superlauf hattest wie vor Sandhausen, wo wir gefühlt alles machen konnten und irgendwie ist der Ball dann doch am Ende beim Gegner drin gelegen, nochmal zum entscheidenden Tor. Also es ist schon extrem situationsabhängig und hat weniger mit der Stärke des Gegners zu tun. Wir haben den VfB Stuttgart, oder den HSV, den machst du vielleicht manchmal einen Ticken ungefährlicher. Genauso wie du andere ein bisschen gefährlicher machst, aber die Mannschaft braucht das nicht. Das hängt auch ein bisschen von deinen Jungs ab. Also bei mir neigt keiner zu Überheblichkeit. Aus dem Grund ist diese Klaviatur gar nicht so sehr zu bedienen, irgendeinen stärker und schwächer zu machen. Und Glaube reinzugeben, muss ich auch nicht mehr. Das habe ich letztes Jahr extrem viel müssen. Das hat sich die Mannschaft dieses Jahr selber erarbeitet. Wir kommen nochmal zurück zum Spieltag. Irgendwann ist ja Halbzeitpause, liegt der KSC zurück, dann schreit Christian Eichner rum, ja oder nein? Nein. Sondern weiterhin ganz sachlich und aufbauend eher. Ja, oder sie ärgern mich. Also das merken sie aber. Also ärgern ist relativ schwierig bei mir. Das merkt man mir aber an. Also es dauert relativ lang, bis man mich so richtig ärgert. Und dann kann es aber unangenehm werden. Schon wahrscheinlich noch in der Wahrnehmung auf einer sachlichen Ebene, aber also ich beleidige niemanden, weil ich davon nichts halte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mich hätte man aber so auch nicht gepackt bekommen. Das liegt da aus meiner eigenen Erfahrung raus. Aber ich versuche schon ein bisschen Inhalt mitzugeben. Und dann, je nachdem, manchmal gibt es so Momente, hat man vielleicht von mir auch mal gehört, jetzt in der Vergangenheit, dass man ab und zu mal emotionalisieren muss. Muss man auch mal während dem Spiel. Das hat früher Mike Franz gemacht. Und das ist etwas, was Jerome Gondorff bei uns sehr, sehr gut macht. Und manchmal versuche auch ich zu tun, dass ich dann irgendwie mal ein bisschen Unruhe stifte in der Halbzeit oder auch während dem Spiel. Bei einer komfortablen, ich sag jetzt mal 3-0-Führung, das gibt's nicht so oft, aber Nee. sagen wir 1-0-Führung und die Mannschaft spielt so, wie es sich der Trainer auch vorstellt, alles wird umgesetzt etc., dann schleicht sich ja ganz gern auch mal so eine Bequemlichkeit vielleicht ein. Ist es dann deine größte Hauptaufgabe, da nochmal einen absoluten Kontrapunkt zu setzen? Ja, weil ich schon darauf bedacht bin, jedes Spiel zu gewinnen, auch in dieser Liga, auch mit unserer auf unserem Niveau vorhandenen Qualität. Und aus dem Grund versuche ich eigentlich immer aufs nächste Tor zu spielen. Und das versuche ich immer ein bisschen kleinteiliger runterzubrechen. Das bedeutet, wir haben Anstoß in der zweiten Halbzeit, weil das ist immer wichtig. Es geht nicht immer, aber wenn wir es haben, wäre das so ein Steuerungselement. Man neigt ja dazu dann. Der eine spielt ihn zum nächsten, dann zum Innenverteidiger und dann hat ihn zum Schluss Marius Gersbeck und da werde ich direkt aggressiv. Also das ist etwas, was ich gar nicht leiden kann, weil dann schießt der Marius Gersbeck bis zur Mittellinie vor. So könnten wir ihn eigentlich direkt Richtung Eckballfahne schießen und mir ist es lieber, der Ball ist da vorne als bei Marius. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, um da direkt darauf einzuwirken. Interessant, hatte ich noch nie so betrachtet, aber gebe ich dir natürlich recht an dieser Stelle. Ja, wir wollen mal noch ganz kurz, wir machen das Spiel noch zu. Abpfiff, der KSC gewinnt, KSC spielt unentschieden, KSC verliert. Wie reagierst du? Für mich ist wichtig, aufgrund der Tatsache, dass diese Medienlandschaft immer größer geworden ist und die Jungs relativ schnell Rede und Antwort stehen müssen, dass sie vielleicht mal ganz kurz ein Feedback vom Chef bekommen. Da kriegen sie jetzt nicht gesagt, und wenn er jetzt vor die Kamera geht, dann sagt ihr bitte das, was ich gesagt habe. Ja, darum geht es mir gar nicht, sondern
Manchmal hilft es den Spielern, mal kurz durchzuatmen, mal kurz von mir was zu hören, was zumeist sehr ehrlich ist. Das ist nicht immer ganz einfach, glaube ich, als Spieler, aber da ist bei mir auch ein bisschen Emotion mit drin. Und das ist ja die einzigste Gefahr, warum beispielsweise Ede Becker das nie gemacht hat nach dem Spiel. Das ist aber Ansichtssache. Momentan fühlt sich das für mich noch richtig an. Das kann sich aber auch mal in eine andere Richtung entwickeln. Und da gibt es für mich mal einfach meinen Eindruck zum Spiel. Und den versuche ich so offen und ehrlich rüberzubringen, wie er war. Und der fühlt sich natürlich nach Niederlagen oder nach 4 Heimspielen ohne Tor ein bisschen unangenehmer an, vielleicht im ersten Moment, als er dann auch ist. Bremst sich da dann vielleicht mal noch jemand, ich sage jetzt mal dein Co-Trainer bei Ramovic, der dann vielleicht sagt, hey Eiche, jetzt doch mal einen Tick runterkommen, oder gehst du direkt quasi dann in den Kreis und haust halt die Sachen raus, die dir auf dem Herzen liegen? Also man kann davon ausgehen, dass das, was ich da dann sage, da kann man dann mich nicht mehr bremsen. Also ich bin schon relativ normal und auch während dem Spiel zwar wild, aber ich kriege mich da schon runter. Aber wenn ich dann was auf dem Herzen habe, wo ich denke, genau das muss ich jetzt loswerden, dann gibt es kein Bremsen mehr. Das kommt aber selten vor. Also ich kann auch ruhig ehrlich sein. Wir machen mal den Deckel drauf auf den Spieltag. Ich will zu einem berühmten Fußballphilosoph kommen. Manche sagen auch, er heißt Uli Hoeneß. Der hat mal gesagt, Fußball ist keine Mathematik. Jetzt hast du ja bekanntlich Mathe studiert. Die Frage an dich, hat Uli Hoeneß recht? Ja, natürlich hat er recht, weil du wirst Spiele gewinnen, in denen die Woche vorher katastrophal war beispielsweise, oder du hattest nur 20 Mann und 6 Stück waren verletzt, oder auch du hattest eine optimale Woche und du denkst, also wenn es morgen nichts wird, dann wird es nie mehr was. Also das ist einfach Fußball und das ist aber auch ein Stück weit ein Spiegelbild des Lebens, dass immer wieder Dinge geschehen, die wir so nicht vorausplanen können. Aber eins ist auch klar, du kannst einiges in der Woche tun, als Spieler, als Trainer, als gesamtes Gebilde, um die Wahrscheinlichkeit für Erfolg zu erhöhen. Und Wahrscheinlichkeit ist ja ein Themengebiet der Mathematik, also insofern streifen wir die Mathematik auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Statistiken, auch so Dinge wie X-Goals, ne? Und ja, weiß nicht, Ballbesitz und so weiter und so fort. Inwiefern fließen solche Statistiken in deine Trainingsarbeit ein? Das wird jetzt wieder den einen oder anderen schocken, aber Zlatan und ich sind eher Praktiker und Pragmatiker. Und wir leben oft nach dem Spruch, dass die Magnete bei uns an der Tafel im wahren Fußball ja beweglich sind. Also man hat es ja oft, oh, also wenn wir dann das und das machen, dann müssen die erstmal was finden und dann fühlt es sich auf einmal ganz anders an live, weil man dann feststellen, Mist, dieser Magnet, der bewegt sich ja jetzt samstags mittags vom Gegner. Also was ich damit sagen will ist, wir nehmen uns sicherlich mal das ein oder andere raus. Ich mache mal ein ganz einfaches Saisonbeispiel. In den ersten 3, 4 Wochen haben wir ja alles getroffen, nur das Tor nicht. So, und dann haben wir uns natürlich auch mal angeschaut und packen uns dann da mal eine Statistik raus und hatten zwar 20 Torschüsse, aber haben nur zweimal das Tor getroffen. Das ist etwas, wo die Jungs dann auch, oh, das fühlt sich natürlich nicht so gut an. Also wir picken uns natürlich Dinge raus, um unsere Wahrheit zu bestärken. Wir sind aber auch mal so ehrlich, dass wir sagen, Jungs, wir können euch gar keinen Vorwurf machen, dass wir keins geschossen haben, weil wir haben 20 Torschüsse gehabt und 17 Mal aufs Tor. Also das ist wahrscheinlich ein guter Wert. Also wir versuchen da den Jungs nicht irgendwie was vorzugaukeln, sondern da ehrlich zu sein. Und wenn wir einmal nur 108 Kilometer gelaufen sind, dann war es das halt an dem Tag so, weil der Ball mehr in der Luft war als am Boden, wie gegen Braunschweig oder gegen Nürnberg. Dann war halt mal das Spiel so. Aber deswegen, ich kenne dann die Meinung, ha, die sind auch zu wenig gelaufen. Also davon lassen wir uns nicht treiben. Weil wir gerade beim Thema Mathe waren, du hast ja Mathe studiert, auch noch Ethik und Geografie auf Lehramt. Ich glaube, 2005 hast du dein Studium begonnen, wenn Wikipedia nicht lügt. Und in dem Jahr bist du auch Fußballprofi geworden. Da ist natürlich die naheliegende Frage, warum hast du dich nicht voll auf den Fußballberuf konzentriert, sondern nebenher noch studiert? Ja, weil ich ja großes Glück hatte, überhaupt Fußballprofi zu werden. Das war zum einen Ede Becker, zum anderen sicherlich auch die Verletzung von Bradley Carnell damals und die sehr gute Phase in den Amateuren, weil wir eine unfassbare Mannschaft hatten für eine zweite Mannschaft damals. Und ja, da war mir immer klar, dass ich ein zweites Standbein will. Und mir war es immer wichtig zu wissen, naja, gut, wenn es mal am Wochenende nicht so gut klappt,
dann kannst du immer noch irgendwas anderes machen. Es war irgendwie so ein Trigger in meinem Kopf und der hat mir so eine gewisse Leichtigkeit gegeben in der Phase. Und deswegen, ich habe mich pudelwohl an der PH gefühlt. Das war auch noch so ein Grund. Ich hatte so einen Freundeskreis, der abseits dieses Kosmoses war. Das ist auch extrem wichtig und empfehle ich auch jedem jungen Spieler, Nachwuchsspieler heute, die zwar alle Ahnung von Fußball haben, und da reden wir auch darüber und haben auch darüber geredet, aber wir haben uns auch über PH-Dinge unterhalten, was da so passiert, an der Hochschule, so an der Cafeteria oder auch im Hörsaal. Also so das Leben außerhalb des Fußballs letztlich. Ja. Ja, Ethik, da wollte ich auch mal ein bisschen drauf eingehen. Was verstehst du persönlich unter Ethik, unter dem Begriff, welche Formen vielleicht davon es auch gibt? Ich würde es ein bisschen allgemeiner halten. Mich hat in dem Fach Ethik einfach so unfassbar diese Vielfalt an Glaubensrichtungen, an Kulturen, an Meinungsbildern vom ersten Vorlesungstag total gefesselt. Also da hat wirklich da mal Themen gestreift, Schwangerschaftsabbruch. Also da gab es wirklich sehr hitzige Vorlesungen. Und das war einer meiner Lieblingsfächer eigentlich an der PH. Ich hatte fantastische Dozenten oder Professoren, egal was man da jetzt einsetzt, weiß nicht genau, was der richtige Begriff ist. Fairerweise muss man dazu sagen, und so ehrlich bin ich mit Abstand auch, Mathe war mein Hauptfach. Und dann musstest du aus einem Fächerverbund zwei Fächer rausgreifen. Geografie hat mich interessiert. Und dann hatte ich noch die Wahl zwischen Religion, Ethik, ich glaube Politik noch. Und habe ich halt Ethik genommen. Wie so oft im Leben war da gar nicht so der Fokus drauf und das hat sich als Glücksfall erwiesen. Ich glaube, das hat jeder von euch vielleicht auch selber schon mal erlebt, dass man anfangs weiß nicht, was da auf mich zukommt und hinterher war es Weltklasse. Und es war unfassbar bereichernd, weil ich genau diese Dinge auch heute in der Mannschaft wiederfinde. Das wäre meine Anschlussfrage, Ethik und dann natürlich Fußballethik. Gibt es eine Fußballethik? Wie sieht deine Fußballethik aus? Ich habe meine Zulassungsarbeit über das Thema Fairplay geschrieben und ich glaube, das ist ja ein Paradebeispiel im Fußball, wie schwer das zu vereinen ist. Ich glaube schon, dass vieles lange Zeit möglich ist, bis zu einem gewissen Punkt. Man stellt sich ja mal vor, irgendwo liegt einer auf dem Boden, wir haben noch eine Minute zu spielen, wir liegen 1-0 hinten und brauchen unbedingt noch ein Tor. Da will ich die Fans dann mal hören, wenn der Eichner den Ball fairerweise ins Aus spielt und die gegnerische Bank freut sich wie ein Schnitzel. Also ja, glaube ich, er versteht diesen Zwiespalt. Und das ist das, was in der Ethik auch oft passiert, dass man solche Dilemma-Situationen auf die Spitze treibt. Und ich glaube schon, dass es bis zu einem gewissen Grad möglich ist, im Fußball ethisch zu handeln. Und so versuche ich auch meine Jungs ja, zu erziehen, in Anführungszeichen, in dem Bereich. Ich weiß es aber nicht, wenn es hart auf hart kommt. Und ich glaube, ihr werdet mir da nicht widersprechen, wie das dann am Ende gelebt wird auf diesem Niveau. Und Ja. gelebt werden kann, muss man vielleicht auch dazu sagen, weil die Erwartungshaltung von außen ist ja auch nicht zu unterschätzen. Jetzt muss ja ein Trainer immer Vorbild sein. Wir hatten gerade das Thema Ethik. Jetzt gab es ja den Fall Marco Rose. Ne, der hat eine Ausstiegsklausel genutzt in Gladbach. Natürlich Riesenaufregung. Ne? Wie kann der Rose nur? Ich will jetzt gar nicht deine Meinung wissen zu dem Thema, aber grundsätzlich hat sich da ein bisschen was verändert im Fußball, zum Guten, zum Schlechten, dass die Trainer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wie im Prinzip wie Spieler sich die Vereine aussuchen können. Ich glaube, es hat sich einfach angeglichen. Also, das gab es ja bei den Spielern, so wie Berater bei den Spielern eigentlich da waren. Auf einmal hatte ein Trainer einen Berater, das war ja auch, Gott, denkt mir zu meiner Zeit, ne, dass ich das so auf dem Schirm hatte. Inzwischen hat jeder Trainer einen Berater. Ja, und warum sollten da nicht die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten wie bei den Spielern auch? Man muss sich als Fan, und ich verstehe die Fans immer, weil ich ja auch Fan war oder Fan bin, im Sport, das ist sicherlich immer wieder Nackenschläge, weil als Fan bist du ja ein Leben lang Fan im Normalfall und als Spieler, das ist immer diese Schwierigkeit, ist es ein Stück weit ja auch Beruf. Ich hatte den Fall ja bei mir auch ein, zweimal durch Wechsel und dass die Schwierigkeiten der Geschichte und da glaube ich, trennen sich die Welten. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Wenn ihr jetzt ein viel, viel besseres Jobangebot von einer tollen Zeitung, bleiben wir mal bei dem Beispiel, bekommt irgendwie doppeltes Gehalt, tolle Stadt. Ich frage die Zuschauer dann oft, was macht ihr denn dann?
Und ich glaube, einige würden dann auch das tun. Und das ist so schwierig. Und ich finde es klasse, was Max Eberl macht. Bin ich auch ganz ehrlich. Finde ich toll, weil er sagt, wie es ist. Nämlich, er hätte Marco Rose damals gar nicht bekommen. So, und das muss man einfach, muss als Fan immer mal so auch ein bisschen den Blickwinkel tauschen. Das ist nicht einfach. Ich versuche es auch als Verantwortlicher. Und ich glaube, wenn wir uns beide so ein bisschen annähern, wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe zwei Fragen dazu. Die erste stelle ich vielleicht mal so ein bisschen aus Trainersicht. Wie hat es dann Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit? Also wenn vielleicht jetzt, sagen wir mal, Marco Rose zu Dortmund kommt und in Dortmund weiß jeder, vielleicht könnte er jetzt 1, 2, 3 Jahre da sein, aber wenn dann der bessere Verein kommt, ich sag mal Bayern München, Real Madrid, die Kategorie, dann könnte er wieder weg sein. Also dann nehme ich die Rolle des Spielers an, weil das muss ich ja irgendwie dann, um deine Frage zu beantworten, und das war ich ja nun mal, also nehme ich mir das auch raus. Mich hätte es zu keiner Sekunde interessiert, was mit dem Trainer sein könnte. Ich wäre froh, dass wir so einen tollen Trainer hätten, weil das ist er ja dann wahrscheinlich. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht so cool gefunden, wenn er dann gegangen wäre, so wie Rose. Es macht sicherlich mal kurzfristig was mit einer Mannschaft, aber ich habe die Spiele von Borussia Mönchengladbach sicherlich auch noch interessierter verfolgt, die Spiele danach, wie entwickelt sich das? Und ich habe eigentlich eine Mannschaft gesehen, die meistens irgendwie gewinnen hätte können. Also insofern für mich kein Thema als Spieler, wenn ich in der Kabine sitzen würde. Insofern auch kein Problem als Trainer sozusagen. Nee, glaube ich nicht. Also die Spieler, du solltest dich natürlich nicht verändern. Und ich glaube nicht, dass das irgendein Trainer macht, sondern der wird ja erst recht bis zum Ende der Saison alles dafür tun, damit solche Dinge nicht zum Vorschein kommen. Und klar, du wirst dich nie dagegen wehren in der heutigen Zeit, dass so Begriffe wie, ich weiß gar nicht, bei wem ich das mal gehört habe, Lame Duck ist so ein toller modischer Begriff beim Fußball inzwischen. Ich glaube, Mannschaft und Trainer, wenn die eine verschworene Einheit sind, halten sie das aus. Die zweite Frage bei dem Themenkomplex, ja, muss der Fußball einfach vielleicht ehrlicher werden? Sprich, die Vereine machen ja ganz oft Marketingkampagnen, Heimat, Treue und so weiter und so fort. Da hat ja jeder Verein sein eigenes Ding. Ich glaube, bei Schalke 04, wir lieben dich und so weiter und so fort. Müssen vielleicht die Vereine auch ein Stück weit ehrlicher sein und sagen, hey, es geht halt auch ein Tick mehr ums Geschäft? Ja, das ist ein schwieriger Spagat. Ich glaube, St. Pauli hat es gut hinbekommen als Paradebeispiel, so diese traditionellen Werte und trotzdem eine moderne so zu erreichen. Wenn ich in das Stadion von Pauli denke, das hat ja auch sicherlich die ein oder andere Loge, und trotzdem haben sie noch ihren Bereich, wo sie wild sein können, glaube ich. Das sind sie ja dort öfters. Und ich glaube, der Spieler und der Trainer und der Verantwortliche an sich, die müssen einfach immer für sich selber wissen, was sie sagen, wie sie es sagen, und dann auch immer so eine gewisse Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit erreichen. Es macht sicherlich keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ich bin in 20 Jahren noch Trainer beim KSC, weil ich weiß es nicht. Weil wenn ich jetzt nächstes Jahr die ersten 3 Spiele verliere, dann bin ich vielleicht nicht mehr dieser tolle Trainer, der ich vielleicht im Januar für die Außenstehenden war. Also man muss ja auch immer sich selber so ein bisschen reflektieren als Beobachter oder als jemand, der Dinge bewertet. Genauso muss ich es als Verantwortlicher tun. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in 10 Jahren auf jeden Fall noch beim KSC und ich gehe dann in 2 Jahren, dann wird mir das um die Ohren fliegen. Also muss ich immer wieder gucken, dass ich das realistisch einschätze. Hat jetzt aber nichts mit mir zu tun. Also es muss jetzt nicht irgendeiner daraus was schließen, sondern ich mache gerne an meinem eigenen das als Beispiel aus. Und genauso ist es halt nun mal heutzutage, dass man glaubwürdig sein muss. Wir gehen mal in den ganz, ganz großen Fußball, Thema Glaubwürdigkeit, WM in Katar. Toni Kroos hat ja da schon fleißig kritisiert jetzt. Einfach mal ganz banale Frage an dich. Hast du überhaupt Lust und Freude, wenn du an diese WM denkst, Fußball zu schauen? Also wenn ich ehrlich bin, nein, weil Welt- und Europameisterschaften sind für mich nach der Runde schön 2, 3 Wochen Vorbereitung. Man kriegt jeden Tag irgendwie die Schlagzeilen mit aus dem Trainingslager, was passiert ist und hoffentlich nicht passiert ist. Und dann fiebert man aufs erste WM-Spiel hin oder EM-Spiel hin irgendwie am 5. Juni. Das sind Erinnerungen an meine Kindheit, so bin ich aufgewachsen. Und das sind Dinge, die mir sicherlich irgendwie 20. Dezember, Halbfinale im, weiß nicht, wahrscheinlich noch mittags um 2, ist nicht so mein Ding.
Anderes großes Thema aktuell in der großen Welt des Fußballs, Champions League Reform wird diskutiert, kann möglicherweise bis zu 100 Spiele mehr geben, ne, weil die Großen natürlich noch mehr Geld wollen. Ist das ein Thema überhaupt für dich? Schaust du da drauf? Der KSC ist natürlich ein bisschen noch entfernt von der Champions League. Ja, wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube, wir müssen aufpassen. Und ich glaube, das hat man aber die letzten Jahre auch schon das ein oder andere Mal gehört. Dazu hätte es jetzt Corona beispielsweise nicht mehr irgendwie notwendig gehabt, dass man jetzt wieder so Sätze hört, wir dürfen den Fußball nicht überdrehen, wir müssen wieder bodenständiger werden oder Salary Cap oder was ich da dann immer wieder so lese. Ich habe damals im Jahr 2010 hat sich ein ehemaliger Nationalmannschaftstorhüter das Leben genommen. Da habe ich auch so Sätze mal gehört. Bitte nicht vergleichen. Das ist was ganz, ganz Dramatisches gewesen. Aber mir geht es um die Begrifflichkeiten. Jetzt müssen wir uns alle hinterfragen im Fußball. Jetzt müssen wir dieses und jenes tun. Wenn ich an diesem Beispiel mich abarbeite und frage euch, hat sich, sagen wir jetzt 11 Jahre später, was verändert für euch? Nö. Also deswegen bin ich mit solchen Dingen sehr, sehr vorsichtig. Ich schaue auch nicht jedes Champions League Gruppenspiel mehr an und manchmal sehne ich mich eigentlich auch nach dem alten Europapokal der Landesmeister. Also dass tatsächlich nur der Meister dann spielen darf und Platz 2 bis von mir aus 4, 5 UEFA Cup, wie es damals hieß. Ja, ich bin ein sehr großer Fußballromantiker. Also wir denken, mittwochs mittags, dienstags mittags um 14 Uhr im ZDF ging es los, Brøndby Kopenhagen gegen FC Schalke. Und dann ging es bis um 22:30, als wenn dann Werder Bremen mit Otto Rehagel nochmal 0-4 aus dem Hinspiel aufgeholt hat. Ich glaube, da hat jeder so seine Erinnerungen. Da bin ich dann schon sehr romantisch und das ist das, was mir fehlt. Und da haben wir ja tolle Erinnerungen an den KSC, also der ja da auch Geschichte geschrieben hat in verschiedener Formen. Und das ist doch das, was den Fußball immer wieder ausgemacht hat. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Wir machen an der Stelle mal so einen kleinen Cut und kommen nochmal auf dich zurück. Du hast ja vorhin so ein bisschen schon angedeutet, ja, Fußballprofi war jetzt nicht unbedingt vorgezeichnet, dieser Weg. Vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen deinen Weg von klein auf, vom FV Sulzbach, ja, in die nationale Fußballwelt. Ja, ich muss dich jetzt korrigieren, weil es mein Heimatverein ist. Das ist aber nicht schlimm, weil es den Ort gibt es auch. Mein Heimatverein ist der FVS Sulzfeld. Ganz normal im Heimatverein gewesen und relativ früh schon angefangen mit 3, auch wenn ich da noch nicht so viel mitbekommen habe. Und bin dann mit 13 in die zweite C-Jugend beim KSC gewechselt. Heute nennt man das ja auch anders, U15. Hab dann da alle Jugendmannschaften durchlaufen, war 4 Jahre bei der zweiten Mannschaft, was relativ lang und ungewöhnlich ist heutzutage, und bin dann durch eine vorhin angesprochene glückliche Umstände dann Profi geworden. Ich will noch mal so ein bisschen auf die Jugendzeit zurückkommen. Der Wechsel damals zum KSC, wie lief der ab? War für dich klar, okay, so das muss jetzt der nächste Schritt sein? Hätte es die Möglichkeit gegeben, trotzdem noch beim Heimatverein zu spielen? Ja, wer hat es damals vielleicht auch forciert? Ja, das war manchmal ja auch immer glückliche Umstände in Anführungszeichen. Es gab damals 2 Mannschaften bei mir im Kreis. Ich war, also Landkreis, zwar Karlsruhe angehörig, aber wir haben im Fußballkreis Sinsheim mit S allerdings Fußball gespielt, waren in der höchsten Spielklasse in der Landesliga damals. Und das war schon beachtlich für so ein kleines Dorf wie wir und haben uns dann auch mit dem SV Sinsheim duelliert. Und ja, die 2 besten Spieler von Sinsheim sind dann zum KSC gewechselt. Man kannte sich natürlich aus vielen Spielen. Mein Papa war Trainer und einer von den anderen Spielern von Sinsheim war der Papa der Trainer. Und so hat der uns dann kontaktiert, ob das nicht auch was für uns wäre. Und ich bin dann mal eingeladen worden zum Training. Da gab es den Hartplatz noch, wo heute der Container der Geschäftsstelle auf dem Kunstrasenplatz steht. Das war früher ein roter. Und da habe ich dann 1-2 Trainingseinheiten gemacht und ja, auch 1-2 Testspiele mal gegen den KSC gehabt, wo ich dann scheinbar aufgefallen bin. Und ja, dann kam die Möglichkeit, dass ich gerne bleiben darf. Und ja, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern in der Lage waren, plus meine Großeltern, mich jeden Tag nach Karlsruhe zu fahren oder sobald halt Training war. Und das war schon eine sehr beeindruckende Zeit.
Und dann 4 Jahre zweite Mannschaft, ja, das wäre ja heute unvorstellbar beim KSC sowieso, weil die zweite Mannschaft eher eine Fanmannschaft ist mittlerweile. Warum hast du nicht früher den, ja, Sprung geschafft oder vielleicht auch an einen Wechsel gedacht? Na, ich habe immer so ein bisschen gebraucht, um mich zu adaptieren. Bin immer so ein Mensch, auch wenn ich in so eine neue Gruppe komme, ich schaue mir die Dinge immer erst an. Bin freundlich und alles, bin ich sowieso, glaube ich. Aber ich bin jetzt nicht einer, der jetzt gleich sagt, so hier bin ich, jetzt nehme ich, sondern das ist manchmal auch ein bisschen mein Problem gewesen früher. So eher ein bisschen zurückhaltender und braucht dann ein bisschen, bis ich dann auch auftaue. Ich muss mich immer wohlfühlen, um Leistung zu bringen. Und am Anfang ist ja nicht so, man fühlt sich direkt wohl, sondern das braucht halt so ein bisschen Zeit, das war auch bei den Vereinswechseln von mir immer so. Und ja, am Anfang hatten wir einen Trainer, mit dem, der hat nicht so auf mich gestanden, das ist völlig normal, also das gibt es immer mal im Leben. Deswegen war das kein schlechter Trainer, sondern hat halt ein anderer präferiert. Und so richtig Schwung habe ich dann erst durch Ede Becker bekommen. Und ja, der hat mir dann Vertrauen gegeben, das habe ich gespürt, ohne dass wir ständig irgendwie Kontakt hatten. Und dann bin ich so auf meinem Niveau explodiert. Ede Becker, genau, legendärer früherer KSC-Trainer. Wenn du jetzt nochmal in deine Jugendzeit so ein bisschen schaust und vergleichst deine Jugendzeit mit der Jugendzeit heute so ein bisschen, du siehst ja auch viele Jugendspieler beim KSC im Nachwuchsleistungszentrum. Gibt es Punkte, die damals für dich wichtig waren, die auch heute noch wichtig sind, um es dann vielleicht zu schaffen nach ganz oben? Ja, ich glaube, die Generation zu vergleichen ist auch ein Stück weit immer unfair, weil jeder hat ja eine gewisse Möglichkeit in seiner jeweiligen Generation. Heute, wenn du heute in eine Spielerkabine gehst nach dem Training, ich weiß nicht, wie es im Nachwuchs ist, ich befürchte ähnlich, dann ist es erstmal so, dass eigentlich jeder aufs Handy schaut. Ertappen wir uns ja vielleicht auch, wenn wir mal 2 Stunden irgendwie das Handy nicht hatten, der erste Gang geht eigentlich ans Handy. Das gab es zu unserer Zeit, gab es das in der Form einfach noch nicht. Und wir haben, glaube ich, viel mehr den Fußball noch gelebt, noch mehr in den Vordergrund gestellt. Wir sind mittags von der Schule raus auf den Bolzer. Wir waren halt noch diese Generation. Das heißt aber nicht, dass die das heute schlechter machen oder deswegen schlechter sind, aber wir haben auch weniger hinterfragt. Deshalb habe ich ja meine Jungs immer, du musst schon ein bisschen mehr erklären, warum machen wir das jetzt, warum machen wir es nicht so. Wir haben einfach gemacht. Und wir haben uns auch noch im guten alten Rundbau umgezogen. Das war alles top. Also da gab es schon so ein paar Gesamtpaketunterschiede. Und eins ist aber allen gleich geblieben, aus meiner Sicht. Sie haben alle noch diese KSC-DNA. Wir sind nach wie vor alle immer schwer zu bespielen. Wir sind schwer zu schlagen. Wir sind eigentlich immer coole Mannschaften irgendwie so. Uns hat man irgendwie immer in Erinnerung. Damals wie heute. Und das sind eigentlich so Parameter. Das ist eigentlich was Besonderes, und das sollten wir uns eigentlich auch behalten. Gibt es sportlich so ein, zwei Dinge? Also klar, Fußball vor, ja, 20, 30 Jahren mal ein bisschen anders als heute. Gibt es trotzdem sportlich so zwei, drei Sachen, wo du sagst, die muss ein guter Jugendspieler auch heute noch können? Er muss extrem ehrgeizig sein. Also er muss bereit sein, alles dafür zu tun und auf vieles zu verzichten, was notwendig ist, um zumindest auch wieder diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, wenn es sein großes Ziel ist, Profi zu werden. Also jetzt irgendwie zweimal am Wochenende bisschen schwierig auf den Beinen aus einer Kneipe nach Hause zu kommen. Das wird relativ sinnfrei sein für den weiteren Verlauf. Ohne es aber auf der anderen Seite zu übertreiben, weil das bedeutet ja auch nicht automatisch, wenn ich jetzt jeden Tag 3 Avocados esse, dass ich deswegen irgendwie Profi werde, sondern ich muss fleißig sein. Ich muss sicherlich das eine oder andere auch mal zusätzlich machen. Ich muss gut zuhören und ich muss bereit sein, ja, mich in eine Mannschaft zu integrieren, weil das ist das, warum ich Fußball so sehr liebe. Es bedarf 10 andere, wenn man es mal auf den Startelf reduziert, plus auch natürlich noch ganz, ganz wichtige Jungs hinten dran, um erfolgreich zu sein. Also ich bin ein großer Tennisfan, da ist es ein bisschen anders dargestellt. Und deswegen liebe ich das so sehr, diese Sportart, weil man es im Erfolg und im Misserfolg mit anderen teilen kann oder auch teilen muss. Im Negativen. Fußball ist ein Mannschaftssport, altbekannte Phrase. Nils Petersen, der auch schon mal bei uns zu Gast war, der hat gesagt, ja, hin und wieder organisiert er auch einen Mannschaftsabend oder es kommt so aus dem Mannschaftskreis heraus. Allerdings in der Zeit, in der es noch läuft, er hat gemeint, wenn es schlecht läuft und man initiiert dann mal so einen Mannschaftsabend, ja, dann kommt es so ein bisschen Alibi-mäßig rüber und dann war es das auch. Wie siehst du das? Er hat vollkommen recht. Dinge, die du
die du erst angehst, wenn es schlecht läuft. Das sind ja nicht nur Mannschaftsabende, das sind ja auch die berühmt-berüchtigten Kurztrainingslager, die die Trainer dann manchmal ins Leben rufen. Wir mobilisieren jetzt nochmal alles und sind 2 Tage zusammen. Gibt es ja auf einer höheren Verantwortungsebene dann auch mal, dass solche Dinge passieren. Die verpuffen meist. Also du musst investieren in eine Mannschaft. Und investieren bedeutet, dass ich halt schon relativ früh anfange. Weil dann passieren dir solche Dinge auch nicht. Und eine funktionierende Mannschaft wird es auch immer wieder parallel nebenbei organisieren. Manche brauchen das vielleicht auch gar nie. Also das ist immer Ansichtssache. Aber so eine Mannschaft muss und will gelebt werden. Trainingslager, gutes Stichwort. Anscheinend gibt es noch mal ein Kurztrainingslager, das allerdings gar nicht so kurz ist jetzt für die letzten Spieltage, 14. bis 26. April, wenn es so kommen sollte. Du hast irgendwie, klar, auch ein Kind, bist verheiratet. Macht man sowas einfach widerspruchslos mit, weil einem nichts anderes übrig bleibt? Gibt es da vielleicht auch mal eine Diskussion? Ja, wie stehst du dazu jetzt zu so einem Corona-Trainingslager? Wurde ich jetzt schon ein, zwei Mal gefragt. Es ist nicht so, dass ich keine eigene Meinung habe, aber ich werde meine Familie und würde meine Familie als erstes vermissen. Aber ich stelle immer viel, viel mehr heraus, was für ein großes Privileg wir aktuell genießen. Also ich darf, also ja, ich jetzt nicht vordergründig auf dem Platz, aber die Jungs dürfen jeden Tag auf dem Platz, dürfen Kontakt haben, dürfen sich gegenseitig faulen, dürfen mal alle 2 Wochen auch noch was anderes sehen, außer den Wildpark. Also ohne, dass wir da jetzt eine Stadtbesichtigung machen. Aber es hilft schon viel in der heutigen Zeit, in der wir uns momentan befinden, dass wir dieses Privileg genießen dürfen. Wir haben keine Kurzarbeit, wir haben keine Existenzängste aktuell. Also da geht es Menschen sehr, sehr viel schlechter. Und wenn jetzt das Schlimmste für die Profis, die nächsten 6 Wochen, das ist, dass wir mal 10 Tage nochmal uns wegschließen, um den Saisonverlauf oder die Saison zu Ende zu spielen. Ja, dann nehme ich das sehr, sehr gerne in Kauf. Ich weiß natürlich, dass viele das auch kritisch sehen, weil hinterher die Europameisterschaft kommen muss. Und dann natürlich kann ich auch sagen, da geht es dann wieder ums Geld und deswegen. Ja, aber nochmal, wie sagt man so schön, die Hand dann auch zu beißen, die uns dann auch füttert, glaube ich, weiß nicht, wie das Sprichwort genau geht, da bin ich dann extrem vorsichtig. Wir bleiben mal beim Thema Corona, die Auswirkungen für Jugendspieler, wie siehst du die? Extrem schwierig und nicht vorherzusehen. Also ich kann ja nur immer Vergleiche ziehen, ein Spieler, der ein Jahr nicht gespielt hat, jetzt haben wir noch kein klares Jahr wahrscheinlich, aber es fühlt sich irgendwie wie ein Jahr an. Da fehlt ein Jahr Spielpraxis. Also ich bin gespannt, was für Auswirkungen das hat. Hat es überhaupt Auswirkungen? Man adaptiert sich ja doch auch wieder relativ schnell. Aber jetzt nehmen wir mal so einen U19-Spieler, der beim KSC rauskommt und kommt unter meine Fittiche. Der hat jetzt vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr Testspiele zwar gehabt, in einem kleinen Maße. Ab und zu darf man das ja, glaube ich, da auch in der Akademie. Maiko kann das ja besser beurteilen. Dann kommt er zu mir und dieser Übergang, der ist ja nicht immer fließend. Meistens ist es so, auch so ein erstes Anpassungsjahr. Den Jungs fehlt die Spielpraxis dann auch bei mir. Dann haben sie vorher ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Also da müssen wir schon danach schauen, dass wir dann auch Testspiele vereinbaren, glaube ich, um so ein Stück weit dem gerecht zu werden. Gibt es vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die du weiterempfehlen würdest? Weiß nicht, jeden Tag einen Waldlauf machen, bis 100 jonglieren. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also Fleiß ist sicherlich nie ein schlechter Ratgeber im Leben. Also unabhängig, ob das Sport oder nicht Sport ist. Aber nochmal, wir reden von Spielpraxis. Und das ist relativ schwierig, das aufzufangen. Also, aber da es allen gleich geht, hoffe ich, dass es dann wieder irgendwie sich so ein bisschen auflöst, sobald wir hoffentlich irgendwann mal wieder einigermaßen normale Zustände erleben. Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Thema Corona, bevor wir dann gleich zum Ende auch kommen. Ich habe einen guten Kumpel, der meint, ach, so Fußballspiele ohne Zuschauer findet er mal ganz nett. Man muss dazu sagen, er ist auch Bayern-Fan, schaut natürlich gerne Champions League und dann so ein bisschen Champagner, ne, und gegen Barcelona etc. Und sagt halt, ah ja, die Taktik und die Kommandos, das kommt da alles noch mal klarer rüber. Das reine Spiel an sich findet er eigentlich zurzeit noch mal ein bisschen attraktiver. Würdest du das ähnlich sehen? Na, aus Trainersicht fand ich's in der Phase eine Möglichkeit, mehr Einfluss zu nehmen.
Also, das ist sicherlich noch auch ein Attribut, wo wir uns verbessern müssen, viel, viel lautstärker zu werden oder ja, viel lauter allgemein zu werden auf dem Platz. Das muss ich dann ab und zu übernehmen. Und das hat uns sicherlich in der einen oder anderen Situation sicherlich nicht geschadet. Also Zlatan, oder ich ertappe Zlatan als dabei, wenn ich mich dann auch mal hinsetze, mal eine Minute, um irgendwas zu essen kurz, dann sagt er, steh sofort auf und geh vor. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ist auch besser geworden jetzt, weil wir mehr Punkte haben. Aber für mich war es auch interessant, mal zu hören, wie ist es in der Bundesliga, auch wenn ich es weiß, wie laut es da zugeht. Aber nochmal, das Salz in der Suppe fehlt. Und das darf man, glaube ich, in einer ganz schwierigen Phase auch mal sagen, dass die Zuschauer uns an allen und Ecken und Enden momentan abgehen. Und ich glaube, dass wir das ein oder andere Heimspiel mit der Phase, die wir hatten, im Februar auf unsere Seite mehr gezogen hätten. Und ich hätte es sowohl den Spielern bei mir gegönnt, diese Phase mit diesen Zuschauern zu erleben. Und ich hätte es vor allem mal den Zuschauern gegönnt, weil die sind sicherlich auch nicht verwöhnt geworden die letzten Jahre beim KSC, was zweite Liga anbelangt, bis auf die Phase bei Markus Kauczynski. Dafür läuft es derzeit glücklicherweise etwas besser. Aufstiegskampf muss man schauen, aber im Abstiegskampf hat man auf jeden Fall nichts zu tun in Karlsruhe. Das sind, glaube ich, alle KSC-Fans ganz glücklich drüber. Wir kommen zum Ende. Das Ende besteht immer darin, dass du die Frage unseres letzten Gastes beantworten musst. Der wusste noch nicht, dass du kommst. Unser letzter Gast war Christian Heinz. Der spielt amputierten Fußball, hat sein rechtes Bein verloren bei einem Autounfall 2010. Und der wollte wissen, ob unser nächster Gast überhaupt schon mal was gehört hat vom Thema Amputation. Fußball. Ob es amputierten Fußball speziell ist, weiß ich nicht. Da muss ich mich wirklich selber in Schutz nehmen. Ich hatte beim Fußballlehrer einen Trainer im Kurs, der in diesem Bereich tätig ist und auch eine Nationalmannschaft betreut. Aber da gibt es auch verschiedene Richtungen. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein breites Feld geworden. Aber was ich auf alle Fälle habe, ist allergrößten Respekt, was dort für eine Arbeit geleistet wird, was die Spieler auch vor allem auch leisten. Und das hilft uns sicherlich in vielen, vielen Momenten. Und wir erinnern die Spieler manchmal auch, ohne dass wir jetzt da speziell drauf eingehen, immer wieder auch im Vergleich zu der Geschichte, was ich vorhin mit Corona angesprochen habe, wie gut es uns dann mal geht, wenn sie dann auch mal wieder zu viel trainieren haben müssen. Jetzt quasi der Abschluss. Du darfst eine Frage stellen an den nächsten Gast, natürlich ohne zu wissen, wer das sein wird. Also es kann eine allgemeine Frage sein, es kann eine fußballspezifische Frage sein, kann eine Frage sein, die mit dem KSC zu tun hat, mit Hochschule, mit Politik. Einfach frei raus. Aber das wird ein fußballaffiner sein, logischerweise, oder? Wir wissen es selber noch nicht. Es ist eine Überraschung. Okay, dann versuche ich es einfach mal und versuche es KSC-lastig zu lassen, weil irgendwie haben wir doch alle irgendwie eine Verbindung zum KSC. Dann mache ich es mal relativ schön. Wo siehst du den KSC in 10 Jahren? Und was wird notwendig sein, damit der KSC dieses Ziel erreicht? Wir sind gespannt. Es kann eine Person sein, die mit Fußball gar nichts am Hut hat. Dann machen wir eine kleine Erklärung. Und die nächste Folge, Marco, wird sie dir schicken. Auf jeden Fall, richtig spannend. Genau. Ansonsten vielleicht noch zum Schluss. Zurzeit wird ein Bundestrainer gesucht. Du darfst einmal Bundestrainer spielen. Müller, Boateng, Hummels zurück. Ja oder nein? Auf jeden Fall, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass die besten Spieler in der Nationalmannschaft spielen sollten. Ich glaube aber trotzdem auch, dass der Weg, den man dort eingeschlagen hat, sicherlich vernünftig ist, weil es muss ja irgendwann auch mal eine Nachgeneration von Mats Hummels und Thomas Müller geben. Aber ich bin großer Fan von den drei genannten und deswegen, wenn ich einmal Bundestrainer spielen würde in einem Tag, wären sie bei der anstehenden Europameisterschaft auf alle Fälle dabei. Ein schönes Schlusswort, lieber Christian. Wir sagen vielen herzlichen Dank. Danke auch. Das also war Folge 15 mit Christian Eichner und ganz viel KSC.
Wenn es euch gefallen hat, dann teilt uns gerne über Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, kann man glaube ich auch teilen. Und ja, wer nochmal die Folgen 1 bis 14 oder eben 1 bis 15 jetzt, wer die nochmal hören will, der kann auch über die längste Internetadresse der Welt gehen, www.arschundananas.wordpress.com. Uns gibt's wieder am Mittwoch, den 28. April, dann also wieder in der Reihe. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.